Mein Name ist Ulrike Zuball. Willkommen zur Zeichensetzung. Heute soll es um 6 Verse gehen, die es in sich haben. 6 geniale Verse. Es sind die Anfangsverse aus dem zerbrochenen Krug von Heinrich von Kleist. Licht. Ei, was zum Henker sagt, Gevatter Adam. Was ist mit euch geschehen? Wie seht ihr aus? Adam. Ja, seht, zum Straucheln braucht's doch nichts als Füße. Auf diesem glatten Boden ist ein Strauch hier. Gestrauchelt bin ich hier, denn jeder trägt den leid'gen Stein zum Anstoß in sich selbst. Diese 6 Verse enthalten eigentlich bereits alles, was diese Komödie an Gedankenspielerei bereitstellt. Darüber hinaus thematisieren sie Kleists persönliches Problem als Dichter, denn in seiner Zeit ist Sprache zum Problem geworden. Sprache als Medium der Wahrheitsfindung. Jetzt um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ist Wahrheitsfindung unmöglich geworden. Worum geht's in der Geschichte? Ein Dorfrichter namens Adam hat ein Mädchen namens Eve sexuell belästigt. Dabei ist ein Krug zerbrochen worden. Er hat ein Loch bekommen. Adam musste fliehen. Am nächsten Tag kommt die ganze Geschichte vor Gericht und er muss über sich selbst zu Gericht sitzen. Im Laufe der Gerichtsverhandlung stellt sich heraus, dass er der eigentliche Übeltäter ist und er flieht zum Schluss. Adam ist ein wahrer Anti-Ödipus. Er versucht nicht die Wahrheit zu finden, sondern die Wahrheit zu vertuschen. Dass Kleist sich wirklich bezogen hat auf Ödipus von Sophokles, ist historisch belegt. Er hat das Motiv der antiken Tragödie umgedeutet, und zwar modern gedeutet, in ein Lustspiel, das in die moderne, bürgerliche, am Beginn der Industrialisierung stehende, säkularisierte Zeit um 1800 passt. Es geht also um Wahrheitssuche. Um Wahrheitssuche mit Hilfe der Sprache, mit Hilfe von Zeugen vor Gericht, von Zeugen, die Aussagen machen müssen. Das Problem ist, wie gesagt, dass die Sprache nicht mehr zur Wahrheitsfindung dient, sondern eigentlich sehr viel vertuscht. Sie hat ihre alte Funktion verloren. Sie ist zerbrochen wie der Krug. Und darauf weist schon der Titel des Stücks hin. Das Stück heißt der zerbrochene Krug und nicht der zerbrochene Krug. Sprache ist nur noch ein Sprachspiel, ohne Bezug auf eine außersprachliche Welt. Wörter tragen sich wechselweise, werden aber von einer außersprachlichen Wirklichkeit nicht mehr gestützt. Das Gleichheitszeichen zwischen Zeichen und Bezeichnetem, zwischen Sprache und Welt, ist einem Ungleichheitszeichen gewichen. So haben es Literaturwissenschaftler beschrieben. Kleist ist sich dessen bewusst gewesen. In einem Brief an seine damalige Verlobte Wilhelmine von Zenge vom 16.11.1800 schreibt er über Sprache als einem romanischen Gewölbe, das nicht einstürzt, da, Zitat, es doch keine Stütze hat. Es steht, weil alle Steine auf einmal einstürzen wollen, Zitat Ende, wenn ein Stein herausfällt. Wörter tragen Wörter, werden aber von keiner außersprachlichen Realität mehr gestützt. 20 Jahre zuvor hatte der Philosoph Immanuel Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft den Spalt geöffnet zwischen Erkenntnis und Welt. Auch durch Sprache war dieser Spalt nicht mehr überbrückbar. Zwischen dem,
was gesagt wird und dem, was gemeint ist, klafft ein Abgrund. Die Sprache hat ihre eigenen Gesetze. Der erste Vers in dem Lustspiel macht das deutlich. Ei, Komma, was zum Henker, Komma, sagt, Komma, Gevatter Adam. Ein einziges Stottern, ein dauerndes Unterbrechen des Satzflusses. Nimmt man die Kommata weg, ergibt sich folgender Satz. Was zum Henker sagt, Gevatter Adam? Ein völlig neuer Sinn eröffnet sich, der auf den Inhalt des Stückes vorausweist. Sehen wir uns das genauer an. Wer steht vor einem Henker? Wer kann etwas zu einem Henker sagen? Vor einem Henker steht in der Regel der Richter, der ein Urteil spricht, und ein Täter, der meistens um Gnade bettelt. Genau das passiert in dem Stück. Adam ist sowohl Richter als auch Täter und er steht vor einem Henker, der in diesem Fall durch das Publikum verkörpert wird, das sozusagen sein Urteil sprechen muss und sein Urteil vollziehen muss an diesem Menschen. Adam, so hieß auch der erste Mensch, der sich eines sexuellen Vergehens an einer Frau namens Eva schuldig gemacht hat und dafür zum Tode verurteilt wurde. Sein Beiname, Gevatter, weist auf diesen Tod hin. Alles steht im Raum in diesem ersten Vers. Nur aufgrund der Tatsache, was passiert, wenn man die Kommata wegnimmt. Kleist ist berüchtigt dafür, dass er Satzzeichen als Bedeutungsträger verwendet. Berühmt ist ein Gedankenstrich geworden, den er in der Novelle Marquise von O an einer ganz bestimmten Stelle setzt. Sprache als Sprachspiel. Adam selbst ist dafür der beste Beweis. Er ist ein Meister darin, mit der Sprache zu spielen. Das zeigen bereits die ersten Worte, die er äußert. Eigentlich gibt er darin schon alles zu. Er sei gestrauchelt über seine Füße auf glattem Boden, wo kein Strauch wächst. Mit dem Fuß sei er angestoßen. Straucheln, was meint das? In seiner wörtlichen Bedeutung meint Straucheln mit dem Gehen, im Gehen mit dem Fuß unabsichtlich an etwas stoßen und in Gefahr geraten zu fallen. In übertragener Bedeutung meint es Scheitern, sein Ziel nicht erreichen. Und in einer weiteren Bedeutung meint es auf eine schiefe Bahn geraten. Das trifft alles zu. Adam ist auf der Flucht aus dem Fenster gefallen. Er hat sein Ziel bei Eve allem Anschein nicht erreicht und ganz offensichtlich ist er moralisch auf die schiefe Bahn geraten. Er verweist auf seine Füße als die eigentlich Schuldigen. Dabei muss man natürlich auch an die Versfüße denken, die in Mitleidenschaft gezogen werden durch sein Stammeln und Stottern. Und beim glatten Boden, nun, da muss man natürlich auch an den glatten Holzboden der Bühne denken, auf der nun tatsächlich kein Strauch wächst, es sei denn als Illusion, hervorgerufen durch die Worte eines genialen Dichters. Straucheln, Strauch. Der lautliche Gleichklang führt den Hörer oder Zuschauer auf Abwege. Aus einem Wort straucheln, ein reales Objekt machen, eine Realität, darin ist Kleist Meister. Ganz oft glaubt sein Leser oder der Zuschauer eines seiner Stücke, etwas Realem konfrontiert zu sein und ist doch nur einer Redewendung, einem Sprichwort aufgesessen. Adam ist darin famos. Er ist ein begnadeter Fabulierer und Geschichtenerzähler. Man muss ihn gern haben, diesen Hinkefuß, der nicht nur das Hinken gemein hat mit seinem antiken Vorbild Ödipus und übrigens natürlich auch mit dem Teufel, der ja einen Pferdefuß hat.
denn jeder trägt den leidigen Stein zum Anstoß in sich selbst. Manche Männer tragen den alten Adam in sich, der sie zu einem anstößigen Verhalten verleitet. Bei Kleist ist daraus ein veritabler Stein geworden, über den Adam stolpert. Wieder wird aus einem Wort ein Objekt. Aus dem Stein des Anstoßes wird ein Stein zum Anstoßen über den Füße fallen können. Viel ist kaputt gegangen in diesem Lustspiel. Der Krug, die Ehre Evs, die Sprache als Mittel zur Wahrheitsfindung und die göttliche Gerechtigkeit, die jetzt um 1800 die Gestalt eines korrupten Dorfrichters angenommen hat, der zum Lachen reizt. Aber schließlich, was unterscheidet eigentlich den Menschen vom Tier? Ist es nicht genau dieses Lachen, noch dazu, wenn es uns in Gestalt einer genialen Komödie gegenübertritt?